herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Vielleicht habt ihr es gehört, Timmy hat euch auch begrüßt. Der sitzt wieder vor der Terrassentür und möchte raus, darf er aber nicht. Ja, ihr seht es, Diamond Art Club. Da ist ein Bild drin. Der Karton ist relativ groß, eigentlich passen da zwei Bilder rein. Aber es ist nur eins drin, weil das war ein Bild, das musste ich einfach haben. Die liebe Judith hat mich darauf aufmerksam gemacht. Und ja, dann kam es Samstag online und ich hatte es bestellt. Das Päckchen, das steht jetzt schon eine geraume Zeit bei mir. Heute komme ich endlich dazu, mal das in Ruhe auszupacken. Und wir gucken jetzt auch direkt da rein. Ich habe hier mein Zettel. Schneide mal kurz den Karton auf. Na, jetzt. Man kann sich aber auch anstellen, ne? Jule, Jule. So. Und da ist es. Hoppala. Karton kommt runter. Da darf sich dann Timmy freuen. Und hier haben wir unser schönes, schönes Bild. Wenn ihr das Motiv seht, dann werdet ihr wissen, warum ich es haben musste. Es ist nämlich von Anne Strokes. Und es ist diese tolle Eule. Awake Your Magic. Ich musste es haben. Dieses Bild ist relativ groß. Es ist 70 x 90 cm mit eckigen Steinchen. Das heißt, es wird eine ganze Zeit lang dauern. Wird jetzt auch nicht ein Hauptprojekt erstmal die nächste Zeit von mir. Ich drehe ein Video und die Katze fängt wieder an, Terror zu machen. Bis eben hat er geschlafen. Na gut. Ja, also ich liebe dieses Bild. Ich liebe es jetzt schon, obwohl es noch eingepackt ist. Aber wir werden es gleich auspacken. Ja, wir sehen hier, dass es eckige Steinchen hat, ne? Square Diamonds. Wenn es runde Steinchen wären, wäre dieses Logo hier pink und rund. Und da würde dann auch Round Diamonds drunter stehen. Und wir sehen auch schon wieder diesen tollen Holo-Effekt von der Verpackung. Und das finde ich ja so der Hammer. Also ich Verpackungsopfer freue mich immer wieder, wenn ich so einen Karton, so ein Kit von Diamond Art Club in der Hand habe. Ja, ansonsten, die Verpackung kennen wir ja, habe ich ja euch schon mehrmals gezeigt. Hier hinten haben wir noch eine kleine Step-by-Step-Anleitung, wie es geht. Auch wunderschön bebildert. Was alles drin ist, in drei verschiedenen Sprachen. Ich glaube Englisch, Französisch und Spanisch. Und ja, was haben wir denn da alles so Schönes drin? Eine Premium-Leinwand. Color-Coded Resin Diamonds, also Harzsteinchen mit DMC-Nummern. Einen magischen Steinchen-Applikator. Mit Squishy, Multibläser und einer Pinzette, zwei Wachsplättchen, ein Schiffchen und wiederverwendbaren Tütchen. Ja, und dann ein Label, ne, mit Sticker. Finde ich richtig, richtig gut. Ich liebe das ja total. Ja. Tolle Verpackung. Wir packen das jetzt mal hier noch mit aus. Dieses Kit, also alle Kits kommen immer extra nochmal verschweißt, finde ich immer gut, falls doch mal der Karton irgendwie nass wird. Wir kennen es aktuell wirklich bestimmt zu Genüge. Die Post stellt Pakete einfach vor der Haustür ab. Ich hatte das vorgestern erst für eine Sendung, wo ich eigentlich hätte eine Unterschrift leisten müssen. Aber gut. Ja, wir packen mal aus. So, hoppala. Jetzt hätte ich fast noch meinen Skalpell fallen lassen. Das wäre natürlich nicht so gut. Hoppala.
So. Hatte ich schon mal erwähnt, dass ich mich heute ein bisschen anstelle. Ihr seht es. Na? Ei, ei, ei. Jetzt kämpfe ich schon mit so einer ganz einfachen Folie. So, jetzt haben wir es aber. Die Folie kommt direkt weg. So, dass die Katze sich das nicht schnappen kann. Und das Skalpell brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Und nun können wir aber wirklich den wunderschönen Karton öffnen. Und wir holen einfach mal alles raus, was hier so schönes drin ist. Haben wir hier zuerst ein Toolkit. Und es ist eins der neuen Toolkits. Ich bin sehr gespannt. Und dann haben wir hier den Sticker mit dem Bild. Den kleinen. Und wir haben unsere Leinwand natürlich, die auch extra nochmal in Folie verpackt ist. Sehr gut. In meinem Karton ist nichts mehr. Nö. Oder? Ja, das war's. Der Karton kann dann auch zur Seite erstmal. Und hier haben wir unser Bild. Hier haben wir auch nochmal den Slogan drauf. Diamond Art Club, do what makes your sparkle. Wie gesagt, ich finde diesen Slogan einfach sowas von passend. Tu, was dich zum Glitzern bringt. Und ja, das ist halt bei mir auch wirklich Diamond Painting. Timmy hat übrigens gerade den Karton entdeckt und ja, er hat versucht reinzukriechen, ist dann aber wieder rausgekommen. Wahrscheinlich doch nicht so interessant. Wir befreien mal die Leinwand. Und in unserer Leinwand finden wir dann unsere Steinchen und alles andere, was noch mit dabei ist. Ich werde jetzt sofort nicht gleich das ganze Bild zeigen. Das werde ich dann wieder unten auf dem Fußboden ausrollen und auch mal euch einen kompletten Überblick zeigen. Es ist leider viel zu groß für meinen Tisch hier. Und ja, die Leinwand ist auf jeden Fall wieder richtig, richtig flauschig. Ich bin sehr begeistert. Und ich meine, schaut euch die Farben an. Absolut mein Ding, ne? Und da kommt sie schon. Da kommt schon die Eule. Ist sie nicht toll? Also ich finde sie wirklich wunderschön. Wir haben übrigens zarte 23 Farben. Und hier haben wir alles weitere. So. Hier haben wir unsere Legende mit unserem Sticker und unseren Sticker für unsere Döschen. Ja, und ihr seht, ne, die Farben, das ist halt, es ist absolut meins und deswegen musste ich es haben, als Judith mir das gezeigt hat. Ja, hier sind unsere Steinchen. Es sind mega, mega viele Steinchen. Und oh Gott, die glitzern jetzt schon. Und ich sehe hier als allererstes ein wunderschönes Petrol. Die 3808. Ein Träumchen. Und da sind ganze 4 Tütchen dabei von dieser mega geilen Farbe. Also, ich liebe es, ich liebe es. Und hier haben wir aber auch 2 AB-Farben. Ich schau mal, sind es 2 AB-Farben? Nein, wir haben sogar 3 AB-Farben. Ich glaube, ein Schwarz, dann Grau und Weiß. Ich bin sehr gespannt. Wir haben hier noch einen kleinen Dankeszettel. Der hat sich jetzt ein bisschen geändert. Und ja, da ist auch unsere Step-by-Step-Instruction drauf, wie wir sie ja schon kennen. Finde ich ganz gut. Ich brauche es nicht, deswegen kommt das erstmal zur Seite. Ja, und aber ich finde es immer richtig toll, wenn Anbieter die Legende als Sticker mit beilegen. Das ist so super, da freut man sich richtig aufs Kitting ab. Toll, 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 toll. Ja.
Ich hole euch jetzt mal ein bisschen runter und wir gucken uns mal die Steinchen, das Toolkit und dann später den Druck von der Leinwand an. Und ja. Ja, das ist sie. Und ich kann euch mal sagen, der Druck sieht sowas von toll aus. Wir haben wieder dieses kleine, feine Raster, was aber dann nicht irgendwie durchscheint, gerade wenn wir weiß legen. Und ich sehe gerade die 3. Das ist eine AB-Farbe. Das heißt, in der Eule ist ganz schön viel AB dabei. Auch hier die 2 ist eine AB-Farbe. Und das finde ich auch richtig schön. Das ist nämlich hier so an den Flügeln lang und ein bisschen auch hier so in die Flügel rein. Richtig, richtig schön. Und die 1. Wo haben wir da die 1? Die 1 ist hier in den Augen. Haben wir dann noch irgendwo die 1? Ach, hier unten dann in dem Amulett. Soweit ich sehe. Richtig schön. Also ich bin begeistert. Wir werden dieses Bild heute auch anwenden. Einfach, weil ich so mega Lust drauf habe. Ich mache jetzt kein Kitting ab. Ich werde dann die Tütchen, die ich öffne, einfach wieder verschließen. Mit Tesa oder Washi-Tape. Aber ich habe so Lust drauf. Und ich habe heute Zeit auf eine Paintprobe. Und deswegen machen wir irgendwo da oben in einem kleinen Eck. Da sehen wir dann nichts Besonderes. Aber einfach um zu gucken, wie die Steinchen sind. Und einfach, weil die Lust da ist, ja, machen wir dann diese Paintprobe. So. Und um zu gucken, wie halt die schönen Farben hier im Hintergrund rauskommen. Gut, ich würde sagen, wir fangen mit dem Toolkit an. Das sind ja die neuen Toolkits. Die kommen jetzt nicht mehr in einer Plastik-Zipptüte daher, sondern in einer Zipptüte aus stärkerem Papier. Steht hier unten auch nochmal da. Wiederverwendbar und recycelbar. Ja, man könnte jetzt die Tütchen hier an der Seite aufreißen, aber muss man nicht, weil hier oben sind sie auch offen. Wie ihr seht, so. Und ja, auch hier ist so ein Zip drin. Deswegen ein bisschen laut. Hier haben wir ganz viele Tütchen. Dann haben wir schon die ersten paar kleinen Teilchen mit dabei. Und die nächsten. Das Wachs ist hier schon raus. Gerade. Oha, schön. Wir haben hier einen tollen silbernen Coverminder. Richtig schön. Also ich freue mich ja über Coverminder immer. Und der passt auch super zum Bild, finde ich. Und das, oh, ich habe einen grünen Stift. Ich habe einen grünen Stift. Schaut mal, ich habe einen grünen Stift bekommen. Die Stifte haben jetzt immer andere Farben. Die können in Pink, in Rot, in Grün, in Blau daherkommen. Ich glaube, Orange habe ich auch schon gesehen. Und auch einen passenden Squishy haben wir dazu bekommen. Und Grün ist halt auch so eine tolle Farbe, ne? Also so Grün, Blau, Petrol, das ist halt voll mein Ding. Ja, richtig, richtig cool. Und passend zum Stift, ne, das ist so dieser einfache mit dem Einzelaufsätze, haben wir auch Mehrfachaufsätze bekommen. Und zwar einen 4er, meinen Lieblingsmehrfachaufsätze, wenn ich mal einen nutze, und einen 7er. 7er habe ich noch nicht verwendet, werde ich glaube auch nicht. Der 4er reicht mir komplett aus. Ich setze ja auch sehr selten mit Mehrfachaufsätze, selbst wenn ich jetzt große Flächen habe, nutze ich den Mehrfachaufsetzer weniger, weil ich einfach ordentlicher arbeite, wenn ich einzeln sitze. Ja, aber über den 4er freue ich mich richtig. Und das Schöne ist, das sind halt diese ganz schmalen. Und mit denen kann man wirklich super arbeiten. Deswegen machen wir den gleich mal mit hier hinten drauf. Wir nutzen dann den Stift auch mal direkt einfach mit zur Paintprobe. Ne? Aber das ist ein ganz einfacher Stift, wie ihr ihn auch kennt. Ne? Nur, dass er halt ein wunderschönes Grün hat und Glitzer mit dabei hat. Was wir auch mit dazu haben, ist eine Pinzette. Diese Pinzette hat so einen wunderschönen Farbverlauf von Weiß ins Rosa. Und da steht hinten auch Diamond Art Club drauf. Und ey, ich kann euch mal sagen, die Pinzette ist mal sowas von super. Also richtig toll. Also über die freue ich mich, auch wenn Rosa jetzt gar nicht so mein Ding ist. Aber die ist wirklich qualitativ richtig, richtig toll.
Und ich finde es auch gut. Ich habe nämlich gestern erst nochmal Post von Diamond Art Club bekommen und da sind, glaube ich, drei Kits dabei. Und in einem ist, glaube ich, auf jeden Fall ein neues Toolkit mit drin. Sehr cool, sehr cool. Also dafür schon mal wirklich top. Die neuen Toolkits finde ich richtig, richtig schön. Wir haben auch ein riesengroßes Washi-Tape dabei in lila Glitzer. Auch das könnte eigentlich gut zum Bild passen, auch wenn wir hier kein Lila drin haben, aber das passt eigentlich ganz gut zu dem etwas dunkleren Bild. Na, und dadurch, dass in der Eule so viel AB drin ist, könnte man ja eigentlich auch einen Glitzerrahmen machen. Aber wir gucken mal. So, ja, was ist noch dabei? Unsere Wachsblättchen. Die zwei Wachsblättchen kommen richtig schön daher in so einer kleinen Dose. Sowas finde ich immer sehr praktisch, ne? Wenn man Tierbesitzer ist, da ist man immer froh, wenn man sein Wachs ein bisschen geschützt aufbewahren kann. Und so hat man hier eine kleine, ja, so milchig transparente Herzdose, hoppala, wo die zwei Wachsblättchen mit drin sind. Und die haben auch eine richtig super Qualität, finde ich. Die sind schön dick, die sind nicht eingedetscht. Bin ich richtig mega zufrieden. Und ich finde diese Herzblättchen immer echt niedlich, muss ich mal zugeben. Kommen wir jetzt zum nächsten richtig tollen. Ich liebe diese Schiffchen. Also ich habe ja schon die vorherigen transparenten Schiffchen sehr gemocht. Und diese hier sind einfach noch mal viel größer und noch mal eine ganze Ecke besser. Sie sind auch milchig transparent. Na, man sieht ein bisschen durch. Und sie haben ganz viel goldenen Glitzer mit drin. Finde ich richtig toll. Wir haben sogar einen Stöpsel mit dabei. Und ich freue mich über jedes Schiffchen von denen, was ich bekomme. Ich bin immer so ein Mensch, ich bin ein ziemlicher Schussel. Ich verlege immer Sachen und umso mehr ich davon habe, umso besser. Ja, ich will auf jeden Fall eins mit in den Garten nehmen und dann direkt im Garten draußen lassen, weil im Garten kann ich nicht mit meinen gedruckten Schiffchen arbeiten, weil da habe ich sehr oft dann Sonnencreme oder so Insektenschutzspray auch mit an den Händen und das ist ja dann für das Filament, mit dem man druckt, nicht so gut. Deswegen nehme ich dann ja meine wirklich guten und teuren Schiffchen nicht mehr mit raus in den Garten, weil da habe ich ein bisschen Angst, dass ich ja mit dem ganzen Chemiezeug, was man sich halt dann doch mal so draußen in der Natur auf die Haut schmiert, dass ich dann einfach die schönen Sachen kaputt machen kann. Und so ein Schiffchen, die sind nicht ganz so anfällig und selbst wenn die mal kaputt gehen, dann ist das nicht ganz so schlimm, finde ich. Ja. Okay, also ein richtig, richtig tolles Toolkit. Na, also ein schöner grüner Stift, zweimal Mehrfachsetzer. Wir haben einen Squishy dabei, der ist ja auch nicht immer Standard. Ein tolles Schiffchen, ein schönes, riesengroßes Tape mit Washi, Wachs in einem Döschen, ein Coverminder, eine richtig tolle, geile Pinzette und natürlich Tütchen. Die heben wir uns dann auch gleich auf, wenn wir dann nämlich eine Paintprobe machen. Ja, damit wir dann die Steinchen dann da reintun können. So. Ja, ich tue das jetzt auch gar nicht mehr hier mit reinstopfen, denn wir werden das, was wir hier haben, dann gleich mitverwenden. Das Einzige, was ich jetzt da reintue, ist der Vierersetzer. Den brauche ich erstmal nicht. Und das Washi-Tape. Timmy! Boykottierst du wieder mein Video? Miezekater? Ja? Nein, nein, nein. Ach, diese Katze, ich sag's euch. So, jetzt haben wir hier dieses riesengroße Paket an Steinchen. Wir machen das mal auf. Wir gucken, ob alle Farben mit dabei sind. Wir gucken uns die Steinchen an. Also, die sehen jetzt schon sowas von toll aus. Ich finde es einfach nur schön. Wir machen kurz Lärm und ja. Übrigens steht auch hier die Bildnummer mit drauf und der Name von dem Bild. Das heißt, wenn ihr die Leinwand auch wieder separat von den Steinchen lagert, könnt ihr alles gut wieder zusammenführen. Ganz ohne Probleme.
Und ich mache jetzt einen kurzen Cut und tu mal die Katze abfüttern, weil wir sonst zugejammert werden. Timmy ist jetzt abgefüttert und wir können uns endlich über die Steinchen hermachen. Oh, schaut es euch an. Also für mich ist es ein Traum von den Farben her. Ich sehe hier schon die drei AB-Farben und ich bin mal gespannt, ob wie viel AB-Farben wir ja oder wie viel Steinchen von den AB-Farben wir dabei haben. Weil ich glaube, das sind diesmal echt ein bisschen mehr. Erstmal alles hier ein bisschen auseinanderlegen. Das sind so viele Steinchen. Und wir fangen mal mit einem schönen Petrol an. Seht ihr, wie die glitzern und glänzen? Ne? Also Harzsteinchen sind einfach toll und die sehen auch richtig, richtig schön aus. Sehr qualitativ hochwertig, wie ich es von Diamond Art Club kenne. Und was ich auch echt immer ganz toll finde, dass einfach auch nochmal Diamond Art Club und das Logo hier mit auf den Tütchen mit draufsteht. Das Einzige, was Diamond Art Club noch besser machen könnte, generell, ist, wenn die noch in Zipptütchen direkt versenden würden. Ansonsten, ganz ehrlich, gibt es für mich nichts, was Diamond Art Club noch irgendwie verbessern könnte. Ich bin so mega happy mit der Firma. Ist mit einer meiner allerliebsten Firmen, wo ich überhaupt gerne mitbestelle. Ja, das ist hier die 3809. Ja, ne, wenn man es auf den Kopf liest, denkt man noch mal ein bisschen öfter drüber nach. Das ist die zweite schöne Petrolfarbe. Die andere, die ich euch vorher ein bisschen durch die Verpackung gezeigt habe, die war ein bisschen dunkler, glaube ich. Ja, die ist ein bisschen dunkler. Das ist die Farbe, die dann ein bisschen heller ist. Aber sie ist so schön. Ach, einfach toll. Und auch von der Farbe haben wir ganze drei Tütchen. Und die sind auch gut gefüllt. Dann haben wir hier ein hellblau. Dann haben wir auch ganze drei Tütchen. Und auch diese sehen wieder echt, echt schön aus. Dann nochmal ein anderes hellblau. Davon auch drei Tütchen. Na und ja, also ich sehe hier auf Anhieb auch kein Steinchen, was irgendwie deformiert ausschaut. Seitdem Diamond Art Club selber abpackt, hat sich die Steinchenqualität auch nochmal wirklich um einiges gebessert. Und die war ja vorher, finde ich, schon wirklich gut. Aber seitdem ist es wirklich nochmal um echt vieles besser geworden. Hier haben wir die graue AB-Farbe, die in der Eule mit vorkommt. Sieht auch sehr schön aus, ne? Und hat halt auch so einen leichten blauen Schimmer. Das passt für die Eule dann wirklich richtig gut. Also toll ausgewählt. Dann das Schwarz für die Augen und das Amulett. Das ist nicht ganz so viel. Und dann haben wir hier noch ein Dunkelgrau. Dann ein Weiß, was auch ein bisschen graustichig ist. Genau, das ist die 762. Dann ein helles Grau. Und natürlich auch ganz viele dunklere Graufarben und ganz viele Blautöne. Und die sehen so schön aus. Also ist absolut meine, Farben sind das. Und hier haben wir ein riesengroßes, prall gefülltes Tütchen mit weißen AB-Steinchen. Das finde ich ja richtig, richtig cool. Also ganz viel von der Eule ist in AB und das feiere ich gerade so richtig, richtig hart. Ja, und wir haben natürlich auch Schwarz dabei. Da haben wir hier drei Tütchen. Unsere geliebte 310. Aber wir haben ja noch viel mehr Steinchen. Geht hier wieder weiter mit Grau, Hellblau, wunderschönes Dunkelblau, die 336. Davon haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Tütchen. Nicht schlecht. So, machen wir mal weiter. Die
823. Ich weiß, ihr seht es jetzt auf dem Kopf, aber das ist ja jetzt nicht so schlimm, ne? Das ist so ein schönes dunkles Blau. Und auch hier sehen die Steinchen so toll aus. Oh, ich könnte mir so Steinchen stundenlang angucken. Ich könnte mit solchen Tütchen ewig rumspielen, weil es einfach so was Tolles ist. Ja, und auch von der 823 haben wir vier stark gefüllte Tütchen. Dann haben wir hier ein Blau, was schon fast ein bisschen petrolmäßig ist. Auch davon haben wir etliche Tütchen. 1, 2, 3 Tütchen. Und jetzt kommen diese vier Tütchen von diesem echt tollen Petrol. Die 3808. Und ich sag's euch, das ist eine Farbe. Da könnte ich mich reinlegen. Also für mich könnte jedes Bild diese Farbe beinhalten. Sieht einfach so, so schön aus. Dann ein schönes Blau, diesmal ein bisschen heller. Auch davon vier Tütchen. Und wenn man viele so eine dunklen Farben dabei hat, hat man natürlich auch die 939. Auch davon haben wir vier Tütchen, die stark gefüllt sind. Also wir haben wenig Farben. Wir haben 23 Farben, die ich vorhin schon mal gesagt hatte. Aber dafür ganz, ganz viele Steinchen von jeder Farbe mit dabei. Und auch wenn es jetzt nicht so viele Farben sind, bin ich der Überzeugung, dass dieses Bild wunderschön wird. Und ich freue mich jetzt drauf, mit euch eine Paintprobe machen zu können. Wir suchen unseren Eck aus und würde ich sagen, legen wir mal los. Jetzt ist alles soweit vorbereitet. Ich habe mir mal 5 Farben rausgesucht, die wir hier hinten so ein bisschen im Eck haben. Und wir haben hier auch unsere Tütchen. Tun wir gleich mal nämlich umfüllen. So. Bin ich mal gespannt. Ja, doch, könnte reinpassen. So. Jetzt bin ich mal auch gespannt, ob die Steinchen sehr elektrostatisch geladen sind. Ist ja auch immer so eine Sache. Harzsteinchen sind sehr gerne elektrostatisch geladen. Ihr seht, die Leinwand ist auch noch nicht ganz glatt gelegen, aber das ist das Schöne, diese Leinwände, wenn das nur so ein leichter Knick ist wie jetzt hier, die legen sich von alleine flach. Okay. Also hier aus dem Tütchen sind sie nicht so extrem elektrostatisch geladen, aber dann hier in diesen dünnen Tütchen merke ich schon, da sieht man es auch. Ich weiß gar nicht, seht ihr das? Na, da kleben sie schon ein bisschen mit drin. Damit ich jetzt weiß, welche Farbe das ist, mache ich mir das jetzt einfach und schneide hier einfach die DMC-Nummer mit aus und haue die DMC-Nummer einfach damit in das Tütchen rein. Also sonst müsste ich mir jetzt erst was zum Beschriften holen. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt ein kleines bisschen faul. Ja, auch das gibt's. Und ja, leg die dann da mal mit so rein. Also, das ist Farbe Nummer 1. Kommen wir jetzt zur Farbe Nummer 2. Das mache ich jetzt aber nur mit den Farben, die wir hier im Eck machen. Und irgendwann machen wir mal ein richtiges schönes Kitting Up mit dem Bild, wenn ich mich dazu beschließe, dieses Bild dann mal richtig anzufangen. Aber erstmal möchte ich ein paar andere Bilder fertig machen. Und mein nächstes Hauptprojekt, wenn denn dann der Winter am See mal fertig ist, wird ja, wie gesagt, mein geliebtes Weekend at in Paradise. Ja, da freue ich mich jetzt auch schon so riesig drauf. Ja, allerdings muss ich da erstmal den Winter am See fertig machen. So. Aber der Winter am See, der kommt nächste Woche auf jeden Fall dran. Weil das ist auch ein sehr schönes Bild. Welches ich dann aber jetzt auch gerne beenden würde. Denn der Winter ist vorbei. Wir sind mitten im Frühling. Und demnächst steht ja dann auch schon der Frühsommer an.
jetzt, wo wir ja schon Mai haben. So, was haben wir jetzt hier? Ja, alles ein bisschen chaotisch heute, aber ich dachte, ich mache das jetzt einfach. Ich nehme euch da einfach mal mit. Immer mal wieder ein bisschen was anderes. So in der Art hatte ich das ja bisher noch nicht gemacht. Eigentlich tue ich ja bloß Bilder probieren, die in Zipptütchen kommen. Aber bei den Farben kann ich nicht anders. Wir haben heute Freitag, ich kann morgen ausschlafen. Deswegen muss jetzt hier diese Paintprobe einfach sein. Und da ich weiß, dass die meisten oder viele von euch lange Videos lieben, dachte ich, tun wir das. Dann wird es halt auch einfach mal wieder ein etwas längeres Video. Aber das ist ja auch ganz gut. Kommt die 312, das ist dieses schöne Blau. Gleich noch mal zwei Tütchen raus. Ein Tütchen und dann brauchen wir noch eins. So, und die restlichen Tütchen hebe ich natürlich auf, weil die kann man immer super gebrauchen und die sind so schön verpackt hier noch mal in dem extra Tütchen. Ja, unseren Coverminder habe ich auch schon im Einsatz. Es wird jetzt halt langsam dunkel. Das seht ihr jetzt auch, indem das Lightpad sehr hell wird. Wenn es natürlich hell ist, kriegt man von dem Lightpad meistens nicht so viel mit. Aber ohne Lightpad möchte ich jetzt nicht painten. Aber generell finde ich es gerade echt sehr angenehm, dass ich auch abends jetzt mal ein Video drehen kann, wo wir einfach noch ein bisschen Tageslicht haben. Es ist im Winter immer ein bisschen schwierig. Ich drehe ja wirklich am liebsten bei Tageslicht, vor allen Dingen, wenn ich ein Unboxing mache. Und ja, jetzt so bei einer Paintprobe, dann ist es für mich in Ordnung, wenn es dann langsam ein bisschen dunkel wird. Aber gerade das Unboxing, wenn ich euch was zeige, das habe ich einfach gerne bei Tageslicht. Und das ist halt das Schöne einfach, wenn ich weiß, dass Sommer kommt oder wir haben schon Sommer. Ja, wenn man dann einfach richtig schon schön loslegen kann. Ja, hier haben wir wieder ein bisschen elektrostatisch geladen, aber die sind nicht so schlimm. Also die springen jetzt auch nicht so extrem. Aber halt hier in den Tütchen ist, da merkt man das gut. Okay, jetzt brauchen wir hier noch unsere Nummer und dann können wir loslegen, würde ich sagen. Mal direkt den Tisch halt verschoben. Okay. Also, ich habe ja gesagt, wir nutzen jetzt zur Paintprobe nur die Sachen, die auch mit im Toolkit dabei waren. Deswegen nehmen wir auch hier unser Wachs und unseren Stift. Den Mehrfachaufsetzer nutze ich jetzt mal nicht. So. Einmal aufladen. Und los geht's, würde ich sagen. Gut, wir fangen mit dem E an. Das ist das wunderschöne Petrol. Die 3809. Da haben wir sie. Und los geht's. Wir werden ja jetzt auch nicht so viele Steinchen brauchen erstmal. Oh, und die Steinchen liegen wieder so schön in dem Schiffchen. Ja, da seht ihr mal, warum ich diese Schiffchen so lieb. Da liegen die Steinchen einfach perfekt drin. Wir fangen direkt außen an. Mit dem ersten Steinchen. Und los geht's. Ich liebe es ja, im Schachbrettmuster zu arbeiten. Auch das werden wir jetzt tun. Ja, und die Steinchen legen sich wunderbar.
Ja, ich weiß schon, warum ich Diamond Art Club so liebe. Also, Bilder von Diamond Art Club, wenn ihr noch keins habt oder noch nicht an einem Bild von Diamond Art Club gearbeitet habt, vor allen Dingen die letzten Bilder, die letzten Ausgaben, weil wie gesagt, die Qualität hat sich wirklich nochmal um einiges verbessert, sind einfach wunderschön. So, jetzt habe ich ein Steinchen für mich ein bisschen schief gesetzt. Können wir gleich mal die neue Pinzette ausprobieren. Klebkraft ist übrigens echt gut. Wie ihr hört, man sieht auch, die Leinwand hebt sich ein bisschen, wenn man den Finger abziehen möchte. Ja, also wie gesagt, Qualität von DAC ist einfach nur ein Traum. Und ich habe nicht umsonst schon sehr viele Bilder von Diamond Art Club, weil es ist einfach, finde ich, etwas ganz, ganz Besonderes. Und Diamond Art Club würde ich wirklich, wenn man mich fragt, ganz bedenkenlos jeden empfehlen. Sowohl Anfänger als auch Profis. Denn man hat hier einfach wirklich was ganz Solides. Es kostet, ja, auf jeden Fall. Aber man hat auch wirklich die Möglichkeiten, bei Diamond Art Club ja, kostengünstig ein bisschen auch mal ein Schnäppchen zu machen. Weil es gibt immer mal wieder Bilder, die gehen aus dem Sortiment oder sind im Angebot, im Sale. Die sind dann immer ein bisschen günstiger. Es gibt immer einen Rabattcode irgendwo. Im Übrigen habe ich auch einen Affiliate-Link jetzt unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr über diesen Affiliate-Link und meinen Code bestellt, dann kriegt ihr auch noch mal Prozente. Ich glaube, 15% waren es. Und ja, also Schlag dazu. Wenn es doch anders ist, genaueres steht unten in der Videobeschreibung. Ja, habe ich erst vor kurzem angemeldet, aber ich dachte, hey komm, DAC ist toll, da machen wir da mal mit. Ja, so. Und wenn ihr über diesen Affiliate-Link bestellt, dann tut ihr mich auch ein bisschen unterstützen, ohne dass ihr irgendwie mehr zahlt. Nee, ganz im Gegenteil, ihr bekommt noch Prozente und Rabatt. Ja, und unterstützt mich auch noch ein bisschen. Somit ist uns allen ein bisschen geholfen. Okay. So, ja, ich hatte ja erzählt, heute ist Freitag. Ich war heute arbeiten. Arbeit lief bei mir heute richtig gut. Schon gestern war ich sehr motiviert, weil Arbeit einfach wirklich gut lief. Ich bin einfach happy. Ich fühle mich aktuell, mein Team, auch sowas von mega wohl. Das sind ganz liebe Leute. Ich habe wirklich, finde ich, die besten Arbeitskollegen. Das ist so ein tolles Team und wirklich, also da kann man wirklich sagen, Team, da wo ich arbeite. Das ist, ja, da wird gemeinsam geschafft, Hand in Hand. Man unterstützt sich und das habe ich das erste Mal jetzt so richtig erlebt, wie das ist, wenn man wirklich ein Teil von dem Team ist. Ne? Also ich habe schon immer so von meiner Arbeit, die ich immer gemacht habe, musste ich schon immer mit Leuten zusammenarbeiten als Team. Aber da war nie so wirklich ein richtiger Teamgedanke, der wirklich alle mit eingeschlossen hat. Und da, wo ich jetzt bin, da gehören wirklich alle mit zum Team. Und das ist halt das, was ich so, ja, was für mich so eine komplett neue Erfahrung ist, wo ich wirklich nur sagen kann, ich finde es einfach nur bombastisch, da wo ich jetzt gelandet bin. Und ich hoffe, ja, dass das auch auf lange Zeit mein Arbeitgeber sein wird. Und ja, für mich ist es mittlerweile wirklich so, wenn es Montag früh ist, klar, man quält sich aus dem Bett und denkt so, oh, jetzt könntest du noch liegen bleiben. Aber ich muss sagen, ich gehe mit Freude zur Arbeit. Und ich bin einfach glücklich. Ne? Also
Es ist für mich keine Qual, arbeiten zu gehen. Nee, ganz im Gegenteil. Ich freue mich, wenn ich gesund bin, wenn ich arbeiten gehen kann und weiß das auch wirklich zu schätzen. Ist ja auch nicht für jeden allzu verständlich oder nicht für jeden so gegeben. Ne? Also die meisten oder viele haben halt einen Job, mit dem sie nicht ganz so zufrieden sind oder halt einfach gesundheitliche Probleme, dass es halt zum Beispiel mit, dass es nicht leicht fällt zum Arbeiten. Und ja, das ist bei mir nicht so aktuell und deswegen habe ich das erste Mal nach sehr vielen Jahren gelernt, dass Arbeit auch richtig Freude machen kann, wenn man ins richtige Team gerät und natürlich auch die richtige Arbeit für sich findet. So. Ihr seht, ich lege auch langsam und gemächlich. Ich habe heute schon wirklich einen langen Tag hinter mir. Wir haben es jetzt, glaube ich, so 7:30. Also, apropos 7:30, es wird ja langsam dunkel. Ich könnte mal ein kleines bisschen Licht noch mit anmachen. So, ist nicht viel. Aber wir haben ja noch das Lightpad, was ja auch ein bisschen Helligkeit spendet. Ja, aber wo bin ich jetzt stehen geblieben? Ah ja, wir haben es 7:30. Ja, ich bin 4:30 aufgestanden, habe wie jeden Morgen das Karlchen abgefüttert. Ich habe das Katzenklo sauber gemacht, das ist immer ganz wichtig. Ein bis zweimal am Tag muss ich das Katzenklo mindestens sauber machen. Meine Wohnung ist halt klein und wenn die Katze halt aufs Katzenklo geht und ich das nicht oft sauber mache, dann riecht man das einfach. Und ja, das mag ich nicht ganz so. Und deswegen wird da immer ordentlich sauber gemacht. Aber ich habe ein gutes Katzenstreu, das ist halt auf Holzbasis. Ich benutze dann nämlich das Katzbest Öko Plus. Das finde ich echt gut. Das klumpt schön. Das ist aus Holz. Das kann man notfalls in der Toilette runterspülen. Ich kann es aber auch auf meinen Kompost werfen, so wie ich es mache. Und das finde ich echt super. Ist also biologisch super abbaubar. Ja, und das ist so erstmal meine erste Morgenroutine. Wenn ich aufstehe, danach geht es ins Bad, dann mache ich mich fertig. Ich mache früh nicht viel, ich schminke mich nicht bei Arbeit. Ich schminke mich generell selten oder mindestens wenig, sagen wir es mal so. Und ja, dann geht es meistens noch in die Küche. An und wann trinke ich noch ganz schnell einen Kaffee oder so. Das kommt immer drauf an. Manchmal wird es ja doch ein paar Minuten später, wenn man aufsteht, dann trinke ich keinen Kaffee. Jetzt habe ich, glaube ich, irgendwo ein Steinchen verloren, aber ich weiß nicht wo. Ich sehe es nicht. Ja, und wenn ich dann so ein bisschen in Zeitverzug bin, dann trinke ich keinen Kaffee. Ach, da liegt's. Und ja, aber ich brauche auch nicht immer einen Kaffee, weil ich reagiere auf Kaffee immer wirklich recht gut. Mindestens, dass ich dann ein bisschen Herzrasen bekomme. Und ich habe eh schon immer so einen extrem hohen Puls. Ich bin halt so ein Mensch mit sehr niedrigem Blutdruck. Und durch diesen niedrigen Blutdruck habe ich halt einen hohen Puls. Und das ist halt auch nicht so, so, so toll. Ja, aber auf jeden Fall, ich lasse mir frühs genügend Zeit. Ich fange erst 6 an zu arbeiten. Ich habe es auch nicht weit zur Arbeit. Ich könnte wirklich, glaube ich, locker eine halbe Stunde länger schlafen. Wenn nicht sogar noch ein paar Minütchen länger. Aber dadurch, dass ich mir früh lieber Zeit lasse und mein ganzes Zeug dann zusammensuche, meine Klamotten raussuche und. Ja, ist mir das ganz lieb. So wie ich das mache. Und dann setze ich mich ins Auto, fahre zur Arbeit. Ja, und dann bin ich bei Arbeit. ja. Das Schöne ist, wir haben auch Gleitzeit. Das heißt, falls ich doch mal ein bisschen verpenne, ist es nicht schlimm. Ich muss dann die Zeit halt einfach bloß hinten dranhängen. Normalerweise arbeite ich von 6 bis 2:30. Manchmal wird es auch 3. Manchmal hat man auch die Chance, ein bisschen eher zu gehen, wenn zum Beispiel die ganze Arbeit gemacht ist. Na, da kann man dann halt auch mal seine Überstunden ein bisschen absetzen. Das ist echt eine schöne Sache.
Und das genieße ich halt wirklich, ne? Dass ich auch nicht mehr in Schicht arbeite und, und. Doch, ist schön. Und ich wünsche wirklich vom ganzen Herzen jeden, dass er auch für sich so eine tolle Arbeit findet, mit einem tollen Team, mit tollen Kollegen, mit netten Chefs. Weil das ist wirklich so viel wert. Das ist ganz, 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 ganz viel wert. Ja. Das Unboxing ist heute übrigens sehr spontan gedreht. Ich hatte einfach Lust dazu. Das Bild hat ja jetzt doch schon, ich glaube, 2 Wochen oder 3 Wochen aufs Unboxing gewartet. Aber ich wollte das halt machen, weil ich wusste, dass ich eine Paintprobe machen werde, wenn ich wirklich viel Zeit habe. Heute war eigentlich geplant, dass ich raus in den Garten fahre, aber das Wetter war nicht so schön. Ich hatte geplant, draußen zu schlafen. Das verschiebe ich jetzt mal auf nächstes Wochenende, weil ich glaube, nächste Woche wird bombastisches Wetter. Und vielleicht fahre ich morgen tagsüber in den Garten raus. Und am Sonntag auf jeden Fall, weil Sonntag soll wieder besseres Wetter werden. Wir werden dann auch wieder ein Paint with Me machen. Mal schauen, ob ich ein neues Bild abkitte oder ob wir an der Actionblüte weitermachen. Aber ich glaube, wir machen einfach mal ein anderes, dass wir mal ein bisschen was anderes sehen. Ich habe noch ein schönes Bild, was ich schon mal bei einem Unboxing angepaintet habe. Und das würde ich mir jetzt gerne vorbereiten für den Garten. Ist auch ein kleines Snackbild. Ist nämlich unser Rehkitz, das Süße, was da am Gras liegt. Ja, und da habe ich irgendwie Lust drauf. So wie ich heute Lust drauf hatte. Hier diese tolle Eule von Anne Strokes auszupacken. Ja. Okay. Ja, ihr seht, ne, also Schachbrettmuster ist einfach, mir macht es richtig Laune. Ne? Man kommt nicht so schnell voran, wie wenn man das jetzt mit einem Mehrfachsetzer setzen würde. Würde ich jetzt den Siebenfachsetzer nehmen, da hätten wir das jetzt schon, wahrscheinlich schon hier das Eck schon gut weit geschafft, aber mir geht es halt nicht um Schnelligkeit. Mir geht es eher um das Gemütliche am Painten und deswegen reicht mir auch maximal der Vierersetzer zum Painten absolut aus. Aber ich kann es auch verstehen, wenn jetzt Leute, vor allen Dingen die, die es können, mit einem Mehrfachsetzer arbeiten und wenn man einfach möchte, dass ein Bild wächst, wenn man möchte ja sehen, wie kommt es raus und alles, ne? Also ich kann da wirklich beide Seiten verstehen, sowohl die Leute, die sich Zeit lassen, wie ich, als auch die Leute, die halt mit einem Mehrfachsetzer arbeiten, weil sie einfach sehen wollen, hey, wie ist denn mein Bild, ja, wenn es fertig gepaintet ist oder wenn ich die und die Ecke gepaintet habe, ne? Also ich bin auch gespannt, wenn wir zur Eule kommen, wie diese Eule rauskommen wird. Weil ich bin so begeistert, ja, dass ich halt echt am liebsten jetzt da sitzen würde und ich würde am liebsten die ganze Nacht an diesem Bild painten. Aber geht nicht ganz. Ich wollte Juli die nächsten Tage fleißig painten, mindestens wenn ich zu Hause bin. Und das werden wir auch machen. Juli ist jetzt schon fast zur Hälfte fertig, nicht ganz. Und ja, bin ich auch schon ganz gespannt drauf, wie dieses Bild dann fertig aussehen wird. Aber ich habe heute schon gesagt, ich habe so viele schöne Bilder. So, so viele schöne Bilder. Heute erst bin ich wieder durch eine liebe Facebook-Kommunikation auf das schwarze Pferd von Diamond Painting Deutschland aufmerksam geworden. Das hatte ich ja auch angepaintet. Und zwar vor über einem Jahr. Und seitdem habe ich es nicht weiter gepaintet. Und es ist so schön. Und es hat es eigentlich verdient, dass man an diesem schönen Bild auch mal wieder arbeitet. Ja. Und meine große Liebe, meine große, groß, große Hoffnung, es endlich painten zu können. Weekend in Paradise. Ja, die wartet ja auch noch auf mich. Und da freue ich mich dann im Sommer drauf. Jetzt, weil das ist wirklich, ja, das ist so Urlaubsfeeling für mich, das Weekend in Paradise. Aber könnt ihr bestimmt sicherlich sehr, sehr gut verstehen. So. Das Schöne am Schachbrettmuster, wenn man halt dann so erstmal so seine erste Lage gelegt hat, das Auffüllen, das geht wirklich ganz, ganz flott, finde ich. Und auch richtig, richtig gut.
Für mich ist es jetzt ein bisschen ungewohnt, wieder mit dem einfachen Stift, der bei jedem Kit mit dabei ist, zu painten, weil die sind ja doch sehr leicht. Ich nutze ja sehr gerne die doch etwas schwereren Acrylstifte. Aber mit so einem Squishy ist es doch sehr angenehm, auch mit so einem Stift zu arbeiten. Und vor allen Dingen, wenn er wie dieser glitzert ist und grün ist. Ja. Ja, die Steinchen liegen auch wirklich super. Wir haben hier kaum Lücken. Ihr seht hier vielleicht ein paar Lücken ein bisschen durchblitzen, aber das ist normal. Das hat man bei jedem Bild, vor allen Dingen, wenn man so relativ im Dunkeln mit einem Lightpad arbeitet. Sobald wir das Lightpad ausmachen, sieht man hier dann davon nämlich nichts mehr. Aber ich bin halt Mensch, ich liebe es, mit Lightpad zu arbeiten. So, aber ich glaube, ich habe ein bisschen wenig Wachs aufgenommen. Ich tue noch mal nachladen. So. Kennt ihr das übrigens? Ich muss mal kurz jetzt ein bisschen näher rankommen. Wenn man immer wieder Wachs nachlädt, dass sich das Wachs irgendwann hier hinten durch dieses kleine Löchchen schiebt und sich dann hier hinten füllt. Ja, passiert mir ganz oft. Eine lustige Sache. Und das habe ich auch schon in vielen Facebook-Gruppen gelesen. Und ja, bei mir passiert das auch, selbst wenn ich das Wachs wechsle, ne? Also ich tue nicht einfach immer bloß Wachs nachstopfen. Ich nehme das alte Wachs raus und nehme dann frisches Wachs. Aber trotzdem, ja, habe ich dieses Problem auch. Aber das ist nicht schlimm. Ich habe mittlerweile von Stiften, die ich nicht mehr verwende, dann hebe ich mir einige von diesen Spitzen einfach auf, dass man die mal austauschen kann. Oder ich benutze die Edelstahlspitzen. Da habe ich ja auch einige. Die nutze ich auch sehr gern. Ja, oder ich hebe halt mir mal von anderen Stiften, die ich so nicht nutze, einfach diese Einzelsätze auf, dass man die mal austauschen kann. Aber im Grunde habe ich das bisher so gut wie gar nicht gemacht. Aber das liegt auch daran, dass ich einfach so viele Stifte habe. Na, also Stifte sind für mich schon genauso eine Sammelleidenschaft wie Bilder mittlerweile. Und auch da werde ich mal mir irgendwas überlegen müssen, wie ich meine Stifte für mich ordentlich organisiere. Weil meine Stifte, wie meine Bilder, wie alles eigentlich, liegt bei mir relativ unorganisiert irgendwo rum. Da habe ich Stiftebecher, da sind welche, dann sind welche in den Koffern drin und, und. Auch in den Koffern, die ich eigentlich mal downkitten müsste, ne, weil die Bilder schon fertig sind. Da war ich in letzter Zeit auch ziemlich faul. Aber ich denke mal, wir werden demnächst mal ein Kitting Down machen. Und zwar von meinem Weihnachtsbild. Hey, ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich wundern. Jule, was redest du da? Ein Kitting Down vom Weihnachtsbild? Wir haben doch jetzt schon Mai. Das ist doch schon über 5 Monate her. Ja, ist es. Aber ich war einfach zu faul. Ich werde allerdings die Box, wo die Steinchen vom Weihnachtsbild drin sind, das war ja die Tabby Cat, übrigens auch von Diamond Art Club, allerdings in runden Steinchen, aber auch sehr, sehr schön. Ja, das werde ich brauchen, denn in meinem Urlaub möchte ich mal ein ganz besonderes Bild anfangen. Das wird ein Bild, was ewig dauern wird. Ich verrate mal jetzt noch nicht so viel. Ist auf jeden Fall ein Bild, was ich schon so lange machen wollte. Das liegt jetzt auch schon, glaube ein Jahr jetzt bei mir ungefähr. Noch nicht ganz ein Jahr, glaube ich. Und ja, da gucken wir mal. Ich hoffe, dass ich da wirklich in meinem Urlaub mindestens mal dazu komme, dass wir da das Kitting abmachen und das Bild anpainten werden. So. Oh Gott, ist die Farbe schön. Und wie schön sich das legen lässt. Ich bin absolut begeistert.
zähle dieses Bild jetzt übrigens nicht als angefangen. Angefangen ist für mich ein Bild nur, wenn ich meine Steinchen so organisiert habe, dass ich jetzt das ganze Bild painten könnte, ohne dass ich jetzt irgendwie erst irgendwas noch umfüllen müsste. Deswegen ist das Bild für mich nur angepaintet, aber noch nicht angefangen, ne? Erst wenn wir ein Kitting abgemacht haben oder wenn ich ein Kitting abgemacht habe, indem ich ein Bild nicht vorbereitet habe oder mindestens die Steinchen in Zipptütchen alle sind, sodass man direkt loslegen kann, dann ja, würde ich das Bild für mich als angefangen ansehen. Ah ja, aber ein ganz, ganz tolles Bild. Und das wird auch ein Bild sein, was ich nicht allzu weit wegräumen werde. Ja, was haben wir noch so für schöne Bilder, die wir mal angefangen haben, aber nicht weitergemacht haben? Letztes Jahr im November habe ich die schöne Lichterseerose angefangen. Die wollte ich ja im November anfangen und auch fertigstellen. So als Monatsprojekt hatte ich ja dann nicht geschafft. Ich war ja da dann ein bisschen verhindert gesundheitlich. Da hatte ich ja ein HWS-Syndrom, also ein bisschen Probleme mit der Halswirbelsäule. Das habe ich immer noch, aber ich habe jetzt einen Weg gefunden, wie ich damit gut umgehen kann mit meinem Pilates. Und ja, mittlerweile kann ich auch wieder stundenlang painten, ohne dass ich starke Probleme bekomme. An und man habe ich ja noch mein Schädelweh, ich habe ja auch Migräne und so, aber mein Gott, ne, aber aktuell weiß ich damit gut umzugehen. Da habe ich notfalls mal ein, zwei Tage, wo ich dann nicht painte oder nur wenig painten kann. Aber das ist auch mal ganz gut. Man muss nicht jeden Tag 5 Stunden painten irgendwie. Und ja gut, in der Woche komme ich sonst auch nicht 5 Stunden zum Painten. Na, war jetzt auch ein bisschen übertrieben von der Zeitangabe. Aber ja, aber irgendwie hätte ich es doch schon gern, dass ich jeden Tag mindestens so, und wenn es nur ein halbes Stündchen ist, irgendwie an dem Bild arbeite, weil das Painten hilft mir extremst beim Runterkommen. Das geht euch bestimmt großteils auch so. Es ist einfach wirklich, es ist so mediativ, ne? Nicht mediativ. Meditativ. Ah. Ich wieder um meine Aussprache manchmal. Fällt mir nicht immer so leicht, aber da stehe ich dazu. Ja. Und wie gesagt, dieses Beruhigende, was das Painten hat, vor allen Dingen, wenn ich mir so wie jetzt einfach Zeit nehme. Ne? Ich sage einfach, ich fange jetzt einfach an zu painten. Mir ist es jetzt erstmal egal, wie weit ich komme. Wenn es viel ist, ist es schön. Ne? Umso mehr sehe ich natürlich bei meiner Paintprobe. Und wenn es jetzt dann nicht so viel ist, dann ist es halt nicht so viel. Das ist aber auch okay. Hauptsache, es macht mir Spaß, es tut mir gut. Und es bringt mich runter, es lässt mich abschalten. Ich kann auch beim Painten wunderbar den Tag ein bisschen Revue passieren lassen. Das geht echt supi. Und ja, das ist so meine Art, abends am besten abschalten zu können. Natürlich neben einem wunderschönen Wannenbad. Ah, ja, Wanne ist schön. Da wollte ich heute auch noch hin. Und dadurch, dass Freitag ist, kann ich ja auch später in die Wanne gehen. Ich schlafe morgen einfach aus. Ich habe zwar morgen ein bisschen was vor, aber auch ganz ohne Zeitdruck. Ich muss nicht irgendwann dann und dann da und da sein. Erst abends haben Freunde geladen und dann möchte ich natürlich pünktlich sein. Ja. Und dann werden wir einfach mal sehen. Ich gucke jetzt mal, wie lange quassel ich euch denn jetzt eigentlich schon voll während des Paintens. 32 Minuten. Okay, gut. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal noch ein kleines Speedpainting und dann zeige ich euch das Ergebnis. Und die Leinwand wollen wir uns natürlich auch noch anschauen, unten auf dem Boden. Das machen wir allerdings dann morgen früh, damit ihr das natürlich auch im Hellen seht. Viel Spaß beim Liedchen, ihr Lieben. Bye.
Das ist jetzt unser Ergebnis und das sieht so mega toll aus. Guckt euch an, wie diese Steinchen liegen, wie sie funkeln und guckt euch die Farben an. Na, also das ist doch absolut meins und ich bin verliebt. Ein absolutes Träumchen, diese Steinchen und ja, das Bild halt auch. Ne? Es ist, ha, ich mag es. Ich mag es jetzt schon total, auch wenn das jetzt nur eine etwas größere Paintprobe war. Ich meine, ich habe jetzt hier den ganzen Abend dran gesessen und ich hätte am liebsten weitergeklebt, aber ich habe ja hier unten noch Juli liegen, die ich jetzt auch schon zwischendrin noch ein bisschen weitergeklebt habe. Und wir machen erstmal Juli fertig und dann kommt auf jeden Fall erstmal unser Weekend in Paradise dran. Ja, und der Winter am See muss ja auch noch fertig gemacht werden. Und ja, erstmal werden da Fortschritte erzielt, bevor wir dann hier nochmal weiterkleben. Irgendwo muss man sich doch ein paar Prioritäten setzen. Und ja, ich hole euch jetzt aber nochmal ganz ein kleines bisschen ran, denn ich wollte euch noch was zeigen. Guckt euch diese Steinchen an, die sind so schön. Wir haben hier ein paar Steinchen. Da haben wir so ein paar ja, Luftblasen. Das ist halt so typisch Resin. Na, das sind ja Harzsteinchen passiert. Normalerweise hätte ich die eigentlich aussortiert, aber dadurch, dass ich so ziemlich im Dunkeln geklebt habe, habe ich das natürlich nicht gesehen. Ich lasse jetzt auch drin, denn ich habe euch jetzt rangezoomt. Das heißt, das sieht man von Weitem, sieht man das nicht. Aber ihr seht, wie schön die liegen. Da sind keine Lücken, da ist nichts und sie funkeln und glitzern. Das ist eine wahre Pracht. Was mir aufgefallen ist, der Schliff von allen Steinchen ist gleich. Eigentlich haben wir ja bei eckigen Steinchen zwei verschiedene Schliffformen. Das haben wir jetzt hier nicht und trotzdem glitzert und funkelt das Bild. Es ist einfach der Hammer, ne? Deswegen finde ich das jetzt gar nicht so schlimm. Wir zoomen mal wieder ein bisschen raus. So. Und ja, dann war es das eigentlich schon. Ja, wir springen jetzt noch zur Ansicht von der Gesamtleinwand. Das habe ich ja euch noch gar nicht gezeigt, weil es ja dann einfach ein bisschen dunkler wurde. Deswegen machen wir das jetzt. Wir gucken uns das alles nochmal an, genauso wie den Druck. Aber ihr seht, ne, der sieht bombastisch aus. Ah, ich liebe es jetzt schon. Und dann haben wir es auch schon wieder fast geschafft. Es ist wieder ein etwas längeres Unboxing. Aber ich weiß ja, die meisten von euch mögen eher lange Videos. Und ja, schauen wir mal. Ich werde jetzt nochmal ganz kurz ein kleines bisschen den Boden sauber machen. Nicht, dass da noch irgendwo ein paar Katzenflusen liegen. Und ja, dann ab zur Leinwand. Ist unser schönes Bild. Und da ist ein Stück Timmy. Ja, ihr seht hier unten unser Eck. Ihr seht da einen Timmy mit hummelnden Hündern. Ja, das ist unser Eck, was wir gepaintet haben. Und es sieht so schön aus. Und es ist gar nicht so viel, wenn man bedenkt, wie groß die Leinwand eigentlich ist. Also wenn ich das jetzt so betrachte, dann... Ja, ich würde es am liebsten schnappen und jetzt direkt mit in den Garten nehmen, weil das werde ich jetzt als nächstes machen. Ich fahre raus in den Garten. Nachdem ich Timmy nochmal abgefüttert habe. Der ist ein bisschen unruhig. Ja, gucken wir uns mal die Leinwand an. Wir haben hier wieder unsere Legende. Und dazu, nee, jetzt geht der Kater auch noch an die Kamera ran. Ne? Auf unsere Legende sehen wir wieder unsere 23 Farben. Wir haben 3 AB-Farben. Und das sehen wir daran, dass die AB-Farben unter 150 liegen, von der Nummerierung her bei Diamond Art Club. Ne? Das ist aber nur bei Diamond Art Club so. Sozusagen die 1, 2 und 3 sind unsere AB-Farben und alles darunter sind dann ganz normale DMC-Nummern. Ja, das sind unsere Steinchen, die wir gelegt haben. Auch hier seht ihr nochmal, wie sie glitzern und funkeln. Es ist, ja, also ich bin wirklich top davon überzeugt. So eine super Qualität würde ich mir fast überall wünschen. Aber wie gesagt, man zahlt halt auch für die Qualität. Ne? Also es ist nicht günstig. Das muss man halt auch sagen. Aber wie gesagt,
für das, was man bezahlt, kriegt man wirklich was echt Tolles. Und das sage ich als Mensch mit einer Zwangsstörung. Ja, das klappt perfekt. So, was wir hier unten auch noch haben, ist nämlich unsere lebenslange Garantie auf die Leinwand und auf unsere Steinchen. Ne? Also wenn da mal was passiert, habt ihr eine lebenslange Garantie darauf. Und vor allem müsst ihr deswegen das Bild nicht versiegeln. Ja, wenn was passiert, wendet euch an Diamond Art Club. Ihr habt da diese Garantie drauf und ja, alles gut. Denn diese schönen glitzernden Steinchen zu versiegeln, das würde ich wahrscheinlich auch nicht übers Herz bringen. Aber je nachdem würde ich mir halt wahrscheinlich trotzdem überlegen zu versiegeln. Ich weiß es nicht. Aber aktuell komme ich noch nicht auf die Idee. Sagen wir es mal so. Wir haben natürlich oben links noch mal eine Legende. Da seht ihr sie. Absolut die gleiche. Ich finde es immer sehr gut, wenn wir zwei Legenden drauf haben. Einmal links und einmal rechts. Einmal oben, einmal unten sozusagen. Ganz oben haben wir noch mal unseren Slogan. Do what makes you sparkles. Diamond Art Club. Wie gesagt, ich liebe diesen Slogan. Der passt so perfekt. Und jetzt gucken wir uns noch mal diese tolle Eule an. Die ist einfach so, so toll. Alles, was hier drei ist, ist eine AB-Farbe, genauso wie die 2. Die 2 finden wir dann ganz viel hier in den Flügeln und das finde ich einfach so mega toll. Also in der Eule ist ganz viel AB, auch zweimal oder ja, einmal in den Augen ein schwarzes AB-Steinchen und dann kommen noch die schwarzen AB-Steinchen hier im Amulett vor. Ja. Schon gut. Also ich finde es wirklich schön, dass jetzt in dem Fall die AB-Steinchen in der Eule sind und nicht im Hintergrund. Und ich bin so mega gespannt, wie das rüberkommt. Also das ist auch ein Projekt, an dem werden wir dranbleiben. Das wird jetzt nicht auf jahrelang zurück irgendwie auf meinen Kleiderständer gehangen. Nee, das werden wir immer mal wieder mit auspacken, weil ja, wenn ich einfach irgendwas brauche, was meine Farben sind, wisst ihr, werde ich das daneben. Es passt einfach viel, viel zu gut. Ja, ich wollte euch noch den Druck zeigen. Und das ist unser super Druck. Ne? Also ihr seht, der ist so astrein. Wir haben auch ein minimales, kleines, zartes Raster, welches sehr hell ist. Das erkennt man sowohl aber auch bei den hellen Farben als auch bei den dunklen Farben. Gehen wir hier zu der 3. Da erkennt ihr das auch sehr schön. Das heißt, wir haben, egal was wir für eine Farbe legen, kein Raster, was durchscheint. Das hat man ja öfters mal bei hellen Farben, wenn man da ein sehr dunkles Raster hat, dass man dann immer ein Raster durchsieht. Das ist dann nicht so schön. Ich zeige das euch noch mal bei den dunklen Farben. Da erkennt man das Raster dann ein bisschen besser. Aber es ist halt immer zu erkennen und ihr seht, der Druck ist gestochen scharf. Es ist jetzt so ein bisschen wie so eine Bootsfahrt. Ne? Es wackelt ein bisschen. Ich hoffe, das ist aber für euch noch in Ordnung. Das ist immer so dieses aus der freien Hand filmen. Ist halt gar nicht so leicht. Vor allem, wenn man so nah rangeht. Aber dieses Bild ist halt einfach sehr, sehr schön. Ja, und das war's dann auch schon. Okay, also jetzt so bei dem letzten Take, ihr habt es gemerkt, ich hatte ein bisschen Fokusprobleme, das war jetzt nicht so schön. Ich habe sehr oft wieder neu angesetzt, deswegen kann es sein, dass die letzten Minuten ein bisschen oder Sekunden ein bisschen holprig waren von der Aufnahme her. Bitte entschuldigt mir das, da muss ich noch ein bisschen mit meinem neuen Handy rumspielen. Aber ja, guckt euch das Bild an, ich liebe es. Ja, Timi, dich liebe ich auch, deswegen kriegst du gleich Futter. Und ja, es ist einfach toll. Ja, ja. Und mit dieser schönen Übersicht nochmal von der tollen Eule möchte ich mich von euch verabschieden und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Danke, dass ihr mit dabei wart. Und wenn das Video euch gefallen hat, freue ich mich natürlich auch über einen Daumen nach oben. Bis dahin, ihr Lieben. Ciao.